So, okay Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge Battlecraft. Heute wieder mit dem Grumstar. Hi. So, ich doch. Und schon wieder, wie letztes Mal, ist er da richtig motiviert. Ja, ich hab das gerade wieder ein bisschen vorbei. Hi. Ich begrüße euch zu unserem neuen. Was ist das nochmal? Aria-Projekt. Oh. Geil, Sans. Boah, Leute. Wir hatten heute Abschlussfeier in der Schule, ne? Neue Klasse, alles neu. Jetzt dann beginnt die Ausbildung. Ihr hattet echt schon Abschlussfeier? Mhm. Cool. Wieso müsst ihr noch in die Schule gehen? Ich komme jetzt in die siebte. Lol, ich war in der neunten. Boah, eigentlich hätte ich die Gussform auch gar nicht holen müssen. Weil ich kann ja selbst Gussform machen mit Stick. Trollolol. Das hattest du schon in der letzten Folge gesagt. Ja, aber da hatte ich mit Obsidian Stick gemeint. Jetzt ist mir eingefallen, ich könnte es auch mit einem ganz normalen Stick machen. Okay. Ah, stimmt, ich wollte mir ja Sticks machen. Und ein paar Fackeln. Boah, was hast du die ganze Zeit für Hintergrundsounds? Also ich höre keine. Okay. Minecraft Sounds oder von Fernseher aus? Nicht so, wenn du irgendwie raschelst und solche Sachen. Okay. Das kann am Mikro liegen. Und jetzt kommen gerade die Minecraft Sounds wieder. Hä, das kann eigentlich gar nicht sein, die Minecraft-Sounds sind auf 2. Ich höre sie noch nicht mal. Hä? Ich höre sie, jetzt gerade hast du eine Truhe geöffnet. Ja. Eben, ich bin doch nicht blöd. Nein, sie sind auf 9, aber trotzdem, 9 ist auch schon niedrig, im Gegensatz wie ich die sonst habe. Sonst habe ich die nämlich 32. Ich habe eine Idee für dich. Auf die Kopfhörer. Ich hab Kopfhörer, mit Kopfhörer aufzunehmen, scheiße. Nee, ist viel geiler. Ich mach auch mit Kopfhörer. Ach so, scheiße. Kein Wunder, ich hab mein Mikrofon hier vorne nicht angeschlossen. Beste Idee, einfach mal Mikrofon hier hinstellen, aber nicht anschließen. Ach, kein Wunder, dass es so laut war. Ja, jetzt wird mein Mikrofon vorne nicht angenommen. Hallo? Ah, jetzt. Mikrofoneingang. Okay. Hör ich mich besser an? Jetzt hörst du es schon ein bisschen besser an. Ja, ja. Die ganze Zeit war das anscheinend dann nur über die Web... also... Bei meiner Webcam ist dann auch direkt das Mikrofon und ja... Das ist ein bisschen weit weg von da, wo ich gerade spiele. Okay. Das ist nur ein bisschen Rauschen im Hintergrund. Okay, das kommt von was weiß ich. Und wie mache ich jetzt diesen Ausguss, der wieder ist? Ich habe eben geguckt und da kommt nur der von der Smeltery. Ich habe gerade eine Smeltery fertig gebaut in der vorletzten Folge. Kümmere ich mich jetzt gerade ein bisschen darum, um eine Obsidian-Spitzhacke zu machen. Und du hast gerade irgendwas im Mund. Ja, Lollipop. Nein, ja. Nicht so ein Lollipop. Nein, ich meinte ja, das hat sich danach angehört. Habe ich kriegt heute geschenkt wegen der Abschluss, ne? Wegen der Abschluss, wegen dem Abschluss. Ich wollte gerade sagen, wegen der Abschluss. Ah! Ja, auf jeden Fall, ne? Bestes Deutsch. Bester Deutsch. Deutsch ging ever. Bester. Bester Mann. Gibt's hier elektrischer Zaun? Wenn es hier gibt, mein Nitrato-Server mit 3 GB RAM ist dadurch down gegangen. Ich bin nur einmal aus Versehen gegen den Zaun gekommen, ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Der Server ist einfach down gegangen. Und gut, die Frage ist auch immer, wo du das kaufst. Was? Nitrato-Server. Ja. Mal kurz, ich schaue gleich mal nach.
Nee, gibt es nicht. Aber es gibt Eisenzaun. Was bringt der aber? Ein Meteorit ist irgendwo angeschlagen. Ach, apropos Meteorit, eine Sache wollte ich noch machen. Und zwar, irgendwo musste ich noch eine Sache haben. Und zwar, ich habe ja hier die Meteoritenschilder. Eine Sache ist so doof. Ich habe mir jetzt Kies und Sand gemisch. Nein, Clay und Sand gemisch gemacht, aber ich kann mir daraus kein Fiberglas machen, weil ich keine Smeltery habe. Lol. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Hier. Weil es kommt hier kein easy Strahl raus, daher muss ich den vielleicht aufladen. Und einen Vorteil hat es bei unserer Stadt schon. Ich mach's mal weg. Ich musste mir keine Weapon Box machen. Einer, der über mir wohnt, hatte eine. Das ist aber wirklich nur das einzig Gute in der Stadt. Und ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Jetzt lade sich mein Schild hier auf. Weiß nicht, vielleicht funktioniert es jetzt mit dem Strahlendalm. Ach ja, ich wollte mir ja dieses komische Zeug machen. Wie krieg ich da jetzt verdammt nochmal Gummi raus? Guck nochmal. Ich muss mit dem jetzt weiter aufladen. Mit Cracken Right. Nope, funktioniert nicht. Demnach muss ich jetzt warten, bis das fertig aufgeladen hat. Ups. Machen wir die Dorfmauer fertig bauen. Oh man! Was braucht man eigentlich für eine Smeltery? Musst du nachschauen. Weil mich kurz. Du könntest sie auch aus einem Dorf klauen. Manchmal hat es in NPC-Dörfern welche. Weil es kotzt mich echt an, dass ich mir keine Waffen mit aus Fiberglas machen kann. Weil das sind eigentlich die besten. Ja, stimmt schon. Gebe ich dir recht. Und immer noch, wie mache ich diesen scheiß Ausguss? Wie heißt der denn? Welcher? Gummi. Es gibt Gummistiefel. Ja. Wer klopft hier schon wieder an meine Tür, du scheiß Zombie? Bist du eh in 2 Schlägen oder 3 tot? Boah, Karotten sind so nachhaltig. Ich finde die besser als die Ananas. Muss man nicht die ganze Zeit essen. Weil wie man weiß oder wie meine Zuschauer wissen, Ananas füllt nur ein halbes Leben auf. Das ist meiner mittlerweile auch. Ich habe nie gesagt, dass deine nicht wissen. Ich habe nur gesagt, meine wird nur mittlerweile. Wegen Erfahrung und so, ne? Klar, ich brauch. Hat irgendeine Stadt einen Extraktor? Oh Gott. Ja, Stadtrot hat den. Wie, für was ist der gut? Da kannst du das Katschukreuz reintun und dann kriegst du daraus auch direkt Gummi. Mhm. Lol, wie geil. Und das, deswegen will ich ja zu Rot. Jetzt, also nachdem ich das weiß. Darf ich den Extraktor dann auch benutzen? Nee. Ja, sonst wäre es ja auch langweilig. Fliegen. Nein, scheiße. Wie mache ich jetzt diese Scheiße? Oh, ich habe es ja vergessen. Ich muss erstmal die Sachen holen, die ich brauche für die Muni. Oha, es gibt hier irgend so ein Kneipenwort. Aus was macht man C4? Und einen Zünder. Also ich brauche Spannpulver und ich brauche Eisen.
Was ist denn hier trainiert? TWIK. Ah, ja, da noch sein kleines Lager. Ach, das Grün. Ich frage ihn nach, ob das haben kann für eine eigene. Die hat es! Was denn? Das komische, die Gussform, die ich noch bräuchte, damit ich Obsidian-Dings machen könnte. Nachher leicht die mal kurz aus. Ich bring die ja jeweils wieder zurück, also das ist auch kein Verlust für ihn. Ich muss ja kurz gucken, wie viel Gunpowder ich habe, dann mache ich nämlich eine Sache. Also eine Sache, die produktiv ist. Wann haben wir eigentlich mit der Folge hier angefangen? Frag das nicht mehr, ich habe nie einen Timer. Ich höre aus Gefühl auf. Oder wenn ich Bock habe aufzuhören. Okay, das kommt immer gut. Eigentlich zwar nicht, aber ja. Jolo. Was machst du jetzt eigentlich genau? Ich überlege gerade, wie ich diesen Ausguss mache und dann muss ich nochmal nach diesen Bäumen suchen, weil ich habe den ja abgebaut. Hm. Warte, dürfte ich nicht eigentlich um meinen Berg eine Mauer rumziehen und dann da drinnen den Baum anpflanzen? Keine Ahnung. Aber wir sollen langsam die Folge beenden. Gut Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Ich hoffe, euch hat diese Folge ja gefallen. Falls ja, dann lasst ihr einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns dann wieder. Bis dahin. Haut rein und ciao.